I love you so much. Ich nehme mich mit. So, bitte runter. Tschüss, Gubi. Tschüss, Bibi. Okay. Vlog hier schaltet richtig. Ich bin gerade auf dem Weg nach Wien. Jetzt fragt euch vielleicht, was macht die Olle in Wien? Das liegt daran, dass ich auf meiner Hochzeit bin am Wochenende in Wien und das ist auch meine Gastfamilie. Also ich freue mich schon riesig, die zu sehen. Die machen wunderschöne Blumenkränze und ich hatte jetzt gedacht, naja, bin ich schon hier, jetzt sag ich mal hallo und guck mal, ob ich auch was finde, was ich mag. So, ich bin jetzt bei den Flower Girls und das ist erstmal, glaube ich, meine Lieblingskrone. Ich habe noch nicht so viele anprobiert, aber die hatte ich mir schon so ein bisschen rausgeguckt. Ich gehe mal ein bisschen ins Licht. Die hat hier eben Eukalyptus drauf und Altrosa und so Beerefarben. Ach, die sieht richtig schön aus. Und ich zeige euch mal kurz ein paar Impressions, wie es hier aussieht, denn hier sind sehr viele Blumenkronen. Viele Touristen und davon bin ich ja jetzt auch einer. Aber ich warte gerade auf meine Gastfamilie und hoffe, dass wir uns verstehen und dass sie an der gleichen Bahnstation sind wie ich. Aber dann sollten die gleich kommen. So, hier sollte jetzt jeden Moment meine Gastfamilie sein. Ah! Oh mein Gott! Leute, ich sag euch, dieser Tag ist so wuselig. Also, sorry, ich zeige euch die Gastfamilie gleich, aber ich gehe jetzt schnell zu Hofer oder Bipa und versuche noch was auszudrucken, damit mein Geschenk vollständig ist. Your teeth are missing. Is that your teeth? Hey Bennett, can you say Haarparfüm? Haarparfüm? Haarparfüm. Sehr gut. Und da haben wir Juliet. Juliet, can you say hi for a second? Hi. Can you say Kati? Super. Can you say no way? No way! You could make a castle, Bennett. We make a castle! Did you make a castle? Oh, don't put it on your dress. Not on your dress. Okay, es ist jetzt schon ziemlich spät. Heute war auf jeden Fall sehr fuselig und einfach schön, aber ich wollte immer und konnte nicht so viel filmen. Entweder hatten wir alle Hände voll zu tun oder immer irgendwas. Jedenfalls muss ich flüstern, weil der Bennett schläft bei mir. Da schläft Bennett. Ich mache jetzt gleich sein Licht aus. Ich habe jetzt eben noch den Vlog geschnitten. Ich habe noch geduscht, damit meine Haare morgen relativ ja, ready sind. Ich habe die nur mit Shampoo gewaschen, damit die ein bisschen mehr Struktur kriegen. Hi, Bennett. When time did we wake up? You woke up
a little bit after 8. So what time is that? 8:05. Guten Morgen. Ich werde jetzt jeden Moment abgeholt und dann geht es mit der Frau zusammen in ein Hotel. Und dort werde ich sie fertig machen. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, meine Haare zu machen. Beziehungsweise, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es einfach riskieren soll und einfach so lange Haare mache, bis die kommen. Anyways, aber ich habe jetzt auf jeden Fall meine ganzen Sachen schon gepackt. Es gibt ganz viel Schminke und Paletten und 1000 Pinsel, die ich gewaschen habe noch. Und dann geht's los. I have to go. Sorry. Yes, go. Bravo. See you later. Die Hochzeit ist jetzt vorbei und wir laufen jetzt zur U-Bahn-Station, gehen zu der Location, wo gefeiert wird und laufen hier in irgendeinen Umzug mit so. Das hier ist jetzt die kleine, süße Wedding-Location, einfach mal auf einem Rooftop. Sieht einfach traumhaft aus. Nur ein bisschen windig, aber sehr, sehr schön. Yeah.
5 morgens und ich verlasse jetzt die Hochzeit. Es war so eine schöne Hochzeit, ich muss jetzt ziemlich dringend schlafen gehen, denn in so 3 Stunden oder 2 Stunden machen die Kinder wieder auf. Guten Morgen. Oh wow, es ist jetzt kurz vor 12. Meine Gastfamilie ist gerade schon ausgeflogen, die machen jetzt einen Ausflug. Ich komme später nach, aber ich muss mich jetzt erstmal um meine Sachen kümmern, denn wir haben uns ja in einem Hotelzimmer fertig gemacht. Und dadurch, dass ich nicht alle Schmink und sonst wie Sachen zu der kirchlichen Trauung und dann zu der Feier nehmen wollte, habe ich das quasi da gelassen. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, wie ich mit der U-Bahn oder irgendwie anders dahin komme. Und dann muss ich unbedingt duschen und dann gehe ich, glaube ich, mit meiner Gastfamilie zu dem Schloss Schönbrunn. Und schauen wir mal, was der Tag heute so bringen wird. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gestern Abend. Die haben, glaube ich, noch bis um 6:30 oder so, oder bis um 6 oder so gemacht. Voll krass. Ja, ich habe auch schon Kaffee. Ja, manche Sachen haben eben Priorität. So, ich habe meine Sachen. Und ja, die ganzen schönen Sachen. Aber es ist ein sehr, 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 sehr schönes Hotel. Also, wir sind gerade am Schloss Schönbrunn und laufen hier ein bisschen rum. Da ist, glaube ich, der Brunnen von Schönbrunn, würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwo hier ist das Schloss. Also es ist auf jeden Fall ganz schön fett. Da drüben. Sehr, sehr schön. Leider wird die andere Seite gerade renoviert. Also, gut. Und die Kinder rennen hier ein bisschen rum. Wir machen Fotos. Ja. Go, Bennett. Man, Juliet, you grew so big. Hi, Juliet. Wait, did you lose all your teeth yet? Yeah, that looks so creepy. Hi, Juju. I'm Ella. Läuft die ganze Gruppe. Ich habe mir gerade eine Gruppenbestellung mit so viel 1000 Burgern gemacht. That's awesome. Wow. I love that. Shake. Shake. Oh. Hier haben wir noch eine Runde übrigen Hochzeitskuchen von gestern. Und hier haben wir noch mehr. Stinkbug or toasted marshmallow? What's this one? This one's like orange. Bark or peach? Yours is dead fish or strawberry banana smoothie. Mine? Dead fish. I think mine was dead. I think my first one was dead fish, not bark. I think you're right. Yeah. One, two, three, go. Oh, God. I got a good one. Same. Chocolate pudding. Butter popcorn. Guten Morgen. Hier ist heute großer Abreisetag. Beziehungsweise ich fliege ein bisschen später wieder zurück und die Familie fliegt heute auch nach Deutschland, aber woanders nach Deutschland und besucht eben Au-pairs für eine Woche und dann kommen sie zu mir. Das bedeutet, wir sind jetzt eben eine Woche nicht. Und genau, deswegen geht hier gerade ein bisschen die Craziness los und alle duschen, alle frühstücken und ja, das passiert. Hier sind meine verpackten Sachen auf jeden Fall. Ich muss sagen, es war ein bisschen schwierig, dieses Wochenende zu vloggen, weil ich immer mal wieder, ja, es war einfach viel los mit den Kindern, da kommt man einfach zu gar nichts manchmal. Aber auf jeden Fall super, super
schön und aufregend. Grapes! Yummy grapes. Can you turn? Yeah. So you can see it. Perfect! Good job! Oh, it looks pretty! So sieht übrigens das Hochzeitsgeschenk aus, was ich gebastelt habe mit meinem Papa noch. Hier ist die Spardosenfunktion. Hinten ist eben so ein Pappbild dran und ich habe noch eben hier so ein bisschen Kleingeld geholt und das habe ich eben rückwärts drauf geschrieben. Also hier vorne ist quasi nichts drauf. Das gebe ich dem Brautpaar auch gleich nochmal, weil das hat am Samstag einfach nicht geklappt mit dem ganzen Fertigmachen und so. Aber das ist das Geschenk. So, wir nehmen jetzt den Aufzug und fragen unten an der Rezeption etwas. Ist es almost there? Ja. Oh, can you push this one for me, please? Good job. Okay. Yeah, it looks like they can go and put keys in there. We're going up. Hmm? We're going up. We are going down. Oh, going down. Mm-hmm. And, no, down. And we're here. Cool, huh? Bye. Bye bye. Hallo meine lieben Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause mit einer Zwiebel auf dem Kopf. Wow, dieses Wochenende war so aufregend, sehr anstrengend, ich habe nicht viel geschlafen, aber auch sehr, 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 sehr schön. Und genau, ich bin jetzt alleine zu Hause und meine Gastfamilie ist jetzt gerade bei anderen Au-pairs und kommen dann in ziemlich genau einer Woche zu mir. Und ich gehe jetzt erstmal schlafen, ich bin fix und fertig und muss morgen ganz früh leider wieder aufstehen und fahre dann nach Köln zu einem aufregenden Meeting. So, deshalb wird nicht viel geschnackt. Gute Nacht.